Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Dein Penny mit Franzi Unboxing. Vorab wie immer, falls du wissen willst, was ich immer aktuell painte, male, dies, das, poste ich dir in die Infobox meinen Instagram-Link. Würde mich natürlich freuen, wenn du da auch vorbeischauen würdest und mich da folgst und, oder einen Daumen hoch gibst, wie auch immer. Oder du suchst eine Dein Penny-Gruppe in Facebook. Ja, ist nur Dime Painting Family. Auch den Link poste ich euch in die Infobox. Falls ihr da Interesse dran habt, kommt gerne vorbei. Ich habe hier wieder was Wunderschönes liegen. Klar, ne? Und ich dachte mir, wir machen zusammen jetzt auf. Ich habe das schon mal aus der Verpackung einfach rausgeholt. Auch zu dem Produkt poste ich euch den Link in die Infobox. Könnt ihr dann auch gerne vorbeigucken, falls euch das Produkt interessiert. Genau, und jetzt palabere ich einfach mal gar nicht mehr so viel. Wir fangen jetzt an. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin natürlich wieder etwas krank. Bei mir wie jedes Jahr die Nasennebenhöhlen. Immer meine Probleme mit. Das ist echt der Wahnsinn. Okay. Wir haben zweimal ein Toolkit. Boah, Junge, habe ich mich jetzt erschrocken. Puh, okay. Kleine Schälchen, normaler Stift, einmal eine kleine Platte Wachs und einmal eine große Platte Wachs. Brauche ich nicht, aber das ist eigentlich, finde ich, zu kleines Toolkit für das Bild, aber egal. Und das Tolle ist, wir haben hier einige Steine. Das Bild ist 40x70 und hat insgesamt 27 Farben, was ich echt recht vielfältiges Bild finde. Weil es ist einfach nur, ich kriege das jetzt auch gar nicht ganz drauf wahrscheinlich, aber so. Ihr seht's ja, Entschuldigung, mein Deutsch heute nie so gut. Es ist einfach nur, sind nur die drei drauf und unten ist dann komplett schwarz. Oben ist schwarz und die drei hält in der Mitte. Und das fand ich so mega schön. Ich finde, das hat mega was, oder? Das ist echt cool. Ich finde das richtig cool. Weil es ja auch schon alleine richtig schöne Tiere sind, ne? Also, mir gefällt das richtig gut. Die Leinwand ist auch so. Zeig's euch gleich. Oh. So, auf jeden Fall das Bild, ne? Diese drei und halt schwarz. Es ist einfach nicht viele. Farbe, sage ich jetzt mal. Und dafür, dass es 27 Farben sind, ist für das Bild eigentlich recht viel. Finde ich so. Okay. Wie sieht's ja besser? Seht's ihr besser? Mein Gott. Seht's ihr besser? Was ist los? Ich bin in meinem Dialekt ein bisschen drinnen. Das ist mega hübsch. Der ist der schönste. Die zwei. Weil der auch süß ist, aber die zwei mag ich mehr. Ist einfach so. Zeig Leinwand. So, wie gesagt, 40x70, Entschuldigung. Ja, komm, fokussier. Ich muss noch raus. Willst du mich gerade mobben? Ich glaube, die Kamera mobbt mich so ein bisschen. So minimal. Das ist auch, weil die recht spiegelt. Ich hoffe, ihr kennt es ein bisschen. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe, minimal, ihr könnt es ein bisschen sehen. Ne? Vielleicht reicht noch ein bisschen. Einfach mal so halten. Ich denke mal, so sieht ihr es jetzt. Die Leinwand ist echt gut. Da seht ihr auch die Anzahl der Farben. Tut mir leid, ich habe so Hals, ne? Schmerzen. Einmal ist top. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Ich hoffe. Wenn nicht,
Es tut mir leid. Bisschen rausschneiden. Ach so, sieht das doch mega aus. Mega schönes Bild. Wie gesagt, einfach ein recht hier dieser Absatz hier, das ist echt viele, ist einfach mal nur 310. Ist das 310? Ja. Das Stück einfach nur mal komplett 310. Da hast du das viertelste Bild mit 310. Dann habt ihr ein bisschen Pamps was und da oben soll auch wieder ein bisschen was geben. Aber wie gesagt, ich fand das schön. Mir hat das echt gut gefallen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Steine an. Guck, wie süß der guckt. Süß. Das kann ich mir echt auch richtig gut an der Wand vorstellen. Was hier richtig cool ist, wir haben wieder Zipptütchen. Aber, wisst ihr, was nicht so cool ist? Ich glaube, wir haben hier ganz viele 310 Packungen. Und so ein richtig schönes Blau dazwischen. Ne? Und dann Pam, Pam, Pam. Dann Pam. 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 Oh Mann. Kann ich euch das zeigen? Wenn man das mal so sieht. Kriegt leider echt nicht anders drauf. Ich könnte halt einfach auch mal aufmachen. Wartet mal. Wartet mal. Ich könnte halt auch einfach aufmachen. Also es sind dann so richtig. Ja, also wenn man so einfarbige Stellen mag, hat man dann hier erstmal 6 Tüten schwarz. Da hat man dann schon gerne was zu tun. Ja, das war's. Wobei, nee, das könnte noch sein. Für alles 4. Nee, das ist keine 4. Okay. Das ist alles das Schwarz, was wir brauchen für das Bild. Die sind teilweise richtig bis oben hin voll. Was denn schon? Ein paar Tütchen. Aber wie gesagt, man weiß es ja von Anfang an, dass das. Weil man sieht es ja auch, dass es das ein recht schwarzes Bild ist. Umso besser finde ich auch, dass das die Größe so groß ist. Weil ich finde bei Schwarz, wenn man es zu klein hat, gehen die Farben oder geht das einfach irgendwie unter alles. Und dann finde ich die Größe allgemein gut. Allgemein ist es immer gut, große Größen zu kaufen. Bei deinen Painting-Bilder. Also wesentlich größere zu kaufen als zu klein. Ich habe zwar auch Bilder da, die ein bisschen kleiner sind, weil es sie leider nicht in groß gibt, aber. Immer trotzdem schauen, ein bisschen größer als zu klein. Das ist halt einfach. Es ist halt einfach so. Genau. Und das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aber guckt euch das einfach mal an. Mega hübsch. Das ist echt mega hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich mega freuen. Über jeden neuen Kommentar und Abonnenten auch. Und ich hoffe, du hast heute noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss, eure Franzi.